Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video ist ein Weihnachtsvlog und ich nehme euch die nächsten Tage ein bisschen mit. Wir haben heute den 24.12. und es ist noch sehr früh, aber wir machen jetzt schon die Bescherung, weil wir nachher losfahren in den Urlaub nach Bayern zu der Familie von meinem Stiefvater und da feiern, deswegen machen wir es jetzt. Ich wünsche dieses Jahr euch wundervolle Frohe. Herzliche Weiße Weihnachten und zugleich schöne Feiertage mit super tollen allen Familiengästen, Geschenken, Überraschungen und super Essen. Glücksgefühle. Punkt. Komma. Mal, das reicht jetzt. Ach, da kann ich auch was zu lesen. Ja. Nein, Mann, du musst es motiviert aufmachen. Ja. Yeah. Du musst jetzt nicht so. Oh mein Gott! Achso. Oh mein Gott, ein neues Buch. Das musst du noch ganz kurz für mich anwerben. Julius hat ein neues Buch geschrieben. Schaut. So sieht es aus. Ich werde es lesen. Also wir sind jetzt in Bayern angekommen, auch schon seit einer Weile. Und ich ziehe mich jetzt um, weil wir jetzt Abend essen zusammen und es halt ein bisschen so schicker ist und ich immer noch meine Gammelklamotten anhabe vom Reisen. Deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal schnell um. So, okay, Outfit. Habe ich jetzt umgezogen. Ich finde es eigentlich gar nicht schön. So, steht mir einfach nicht. Ich sehe aus wie... Weiß ich nicht, wie ich aussehe, aber nein, die bin ich. Aber die Kette habe ich von meiner Mama bekommen, die finde ich voll schön. Und die oben übertreiben kommen wir wirklich. Wir essen jetzt Abendbrot. Wir sind ja bei meinem Stiefvater und die stehen da im Kleid, Anzug und würde ich da jetzt in den Pullover und so, das sehen wir auch so im Penner. Und ja, Panik, einfach reinste Panik. So, also wir haben jetzt den nächsten Tag, wir haben auch schon gefrühstückt und jetzt machen wir eigentlich nichts Besonderes. Wir werden vielleicht einen Spaziergang machen, aber es regnet gerade und deswegen machen wir gerade keinen. Mal gucken, was wir machen, aber es gibt nachher dann auch wieder Kuchen. Ja, irgendwann gibt es wieder Kuchen, auf jeden Fall essen wir den ganzen Tag gefühlt nur. Ich muss mich auch noch umziehen, weil ich sehe immer noch aus wie, ja, nicht professionell. Deswegen, aber wir haben jetzt erstmal gefühlt durch. Ich werde es dort machen, weil ich habe keine andere Aufgabe und hier mit mir sieht man Laufband und Geräte, das macht es einfach. Normal und so. Ja. So, das ist mein Outfit. Ich liebe das Outfit und meine Füße sind es jetzt auch. Ich finde hier das total voll schön. Ich muss nur meine Haare nach hinten machen. Dann sieht man das gar nicht. Ja, ich stehe gerade auf der Treppe und warte auf die Gäste, welche jetzt Kuchen, Käsekuchen, darüber freue ich mich, ich liebe Käsekuchen. So, wir haben jetzt einen neuen Tag, wir frühstücken jetzt erstmal und dann mal gucken, was wir machen. Vielleicht gehen wir nochmal spazieren, aber es regnet gerade wieder, aber heute ist nichts Besonderes geplant. So, wir haben gleich 16 Uhr und ich habe den ganzen Tag noch fast gar nichts gemacht. Eigentlich habe ich die ganze Zeit nur Netflix und TikTok geguckt. Aber ich werde jetzt gleich ein bisschen mit meinem Buch schreiben, meinen dritten. Ich mache eigentlich nicht viel. Das ist halt ein sehr langweiliger Tag heute. Ich habe auch Sonntag, mache eh nichts, aber nachher geht es wieder am Brot. Auf Essen freue ich mich. Lieben wir. So, wir müssen noch einen Tag. Heute gehen wir Ski langlaufen und da freue ich mich auf jeden Fall. Das ist mein Outfit. Dann noch eine Schneehose an.
Mama hat einen Krampf. Ach, du machst auch noch ein schönes Video. Ja, oh, klar. Ich mich hier so quäle. Ja. Ja. Verlauf mal deine Geschwindigkeit. Sie hat einen Krampf. Okay, Mama, ich nehme dich wieder. Gib mir echt Mühe. Ja? Ich tue so, als ob eine Sperre. Oh. So, Schnee und so. Ach, ach, dann gehen wir hier irgendwie wieder rum. So, wir sind ja schon wieder seit einer Weile zurück und es war ein schöner Ausflug. Aber heute eine traurige Nachricht: Mein Wellensittich ist verstorben. Also mein Haustier, ja, mein Haustier. Finde ich eigentlich voll traurig, aber der ist 5 geworden und der war halt krank. Und wir sind ja halt alle in Urlaub, deswegen wissen wir halt nicht genau, was passiert ist. Aber voll traurig. So, wir haben jetzt einen neuen Tag, heute ist der 28. und heute gehen wir nur shoppen. Mal gucken, was wir danach noch machen. So, ich packe jetzt noch meinen Koffer und dann ist der Tag eigentlich schon vorbei. Wir machen jetzt nicht mehr viel, vielleicht noch einen Film gucken. Und dann fahren wir morgen. Ja. Wir sind jetzt auch wieder zu Hause. Also wir waren den ganzen Tag eigentlich unterwegs. Wir sind eigentlich den ganzen Tag gefahren. Genau, und wir machen jetzt eigentlich nichts mehr. Es ist auch schon relativ spät, dass ich jetzt eigentlich auch gleich schlafen gehe. Genau. So, wir haben heute den nächsten Tag. Heute ist der 30. Und heute gehe ich zu meinem Vater, um meinen Vogel zu beerdigen, weil er am 27. verstorben ist und wir heute halt mit ihm beerdigen. Und danach kommt halt noch meine Familie, weil wir halt noch ein bisschen Weihnachten nachfeiern. Genau. Das habe ich auch drauf. So, also meine Familie ist jetzt da und wir lassen den Abend noch schon ausklingen und hiermit beende ich auch mein Video. Also ich hoffe, euch hat es gefallen und das Video wird wahrscheinlich nächstes Jahr online kommen. Also wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.